Wie sehen die Welten jenseits unserer Galaxie aus? Das Universum, das uns umgibt, hat seine Grenzen noch immer nicht preisgegeben. Wir kennen zwar inzwischen die Grenzen unserer eigenen Milchstraßengalaxie, aber unsere heutigen Messinstrumente können uns nicht sagen, ob der Kosmos seinerseits unbegrenzt ist oder nicht. Gegenwärtig scheint der beobachtbare Teil des Universums jedoch eine Kugel mit einem Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren zu sein. Der kosmologische Horizont wird auf etwa 45 Milliarden Lichtjahre von der Erde aus geschätzt. Dennoch erreicht uns allmählich das Licht, das von weit entfernten Objekten ausgesendet wird. Diese hypothetische Grenze ist also dynamisch und das beobachtbare Universum dehnt sich mit der Zeit aus. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unsere Galaxie lange Zeit für das Zentrum des Universums hielten, wissen heute, dass dies nicht der Fall ist. Sie haben schon lange verstanden, dass unsere Sonne nur ein Stern unter vielen ist. Außerdem konnten sie feststellen, dass unsere Galaxie nur einen winzigen Bruchteil der kosmischen Unermesslichkeit ausmacht, obwohl sie nach menschlichen Maßstäben fast astronomische Ausmaße hat. Allein unsere Galaxie misst fast 100.000 Lichtjahre in der Länge und 1.000 Lichtjahre in der Dicke. Im Maßstab des Universums mit seinen Billionen von Galaxien ist sie nur ein Sandkorn in der Wüste. Da unser Sonnensystem ein Teil davon ist und somit die uns am nächsten gelegenen Objekte umfasst, ist die Milchstraße das Ziel zahlreicher Untersuchungen und Beobachtungen. Die Milchstraße hat bereits viele ihrer Geheimnisse preisgegeben, aber es ist klar, dass mit dem Fortschritt der Technik noch weitere Elemente aufgedeckt werden. Aber glaubst du, dass du alles über unsere Galaxie weißt? Hast du eine Vorstellung davon, was sie umgibt? Glaubst du, dass sich die Sterne in einem Million oder gar Milliarden Lichtjahre entfernten Sternbild anders verhalten als in der Gegenwart? Liebe Reisende, herzlich willkommen. Heute machen wir uns auf, um die Grenzen unserer Milchstraße zu erkunden. Wir werden die Gelegenheit haben, einige sehr unterschiedliche Galaxien zu besuchen. Während unserer Reise werden wir wahrscheinlich Zeugen außergewöhnlicher kosmischer Ereignisse von seltener Schönheit. Verloren in den Weiten des Weltraums werden wir stellare und planetarische Objekte entdecken, die wir so noch nie gesehen haben. Weit weg von unserer schönen Erde werden wir versuchen, die Funktionsweise des Universums zu verstehen. Aber bevor wir unser interstellares Abenteuer beginnen, vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Vielen Dank und eine gute Reise. Bevor wir uns auf die Reise zu den entlegensten Winkeln der Milchstraße begeben, möchte ich dir ein paar überraschende Fakten über die Milchstraße verraten. Vielleicht kennst du einige von ihnen schon. Vielleicht bist du aber auch überrascht, sie zu erfahren. Weißt du zum Beispiel, wie alt unsere Galaxie ist? Lange Zeit dachte man, sie sei eine sehr alte Dame, 13,5 Milliarden Jahre alt, kaum jünger als die heiße, dichte Phase der Geschichte des Universums, der berühmte Urknall, der vor 13,8 Milliarden Jahren stattfand. Das Alter der ältesten Struktur unserer Galaxie, der dicken Scheibe, wurde jedoch im Jahr 2021 nach unten korrigiert. Mit den Daten des Kepler-Weltraumteleskops konnte eine Gruppe von Wissenschaftlern die Erschütterungen der Sterne in diesem Teil der Milchstraße messen. Mit einer Methode, die Asteroseismologie genannt wird, haben sie die Schwingungen der Sterne im Verhältnis zu ihren inneren Erschütterungen gemessen. Diese Erschütterungen erzeugen Schallwellen im Inneren der Sterne, die sie zum Klingen oder Vibrieren bringen. Die so erzeugten Frequenzen geben den Wissenschaftlern Aufschluss über die inneren Eigenschaften der Sterne und ermöglichen es ihnen, auf ihr Alter zu schließen. Nach ihren neuesten Schätzungen ist die dicke Scheibe der Milchstraße nicht mehr 13,5 Milliarden Jahre alt, sondern 13 Milliarden Jahre alt. Mit anderen Worten, sie wäre 800 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. Trotz ihrer Geburt vor so langer Zeit ist unsere Galaxie nicht ewig. Innerhalb von 4 Milliarden Jahren
wird sie mit ihrem nächsten Nachbarn, der Andromeda-Galaxie, zusammenstoßen. Tatsächlich nähern sich diese beiden galaktischen Monster mit der unglaublichen Geschwindigkeit von über 400.000 Kilometern pro Stunde. Trotz des Anscheins wird das Zusammentreffen dieser beiden Spiralgalaxien sanft verlaufen. Wahrscheinlich werden ein paar Sterne zerstört, aber im Großen und Ganzen werden die beiden Galaxien einfach zu einer einzigen zusammenkommen. Stell dir nur mal den herrlichen Sternenhimmel vor, den uns diese neue Megagalaxie bieten könnte. In der Zwischenzeit überrascht unsere Milchstraße die wissenschaftliche Gemeinschaft immer wieder. Im Jahr 2010 entdeckten Astronomen, dass sie auf beiden Seiten ihres Zentrums riesige Gasblasen freisetzt. Diese extrem heißen Gasblasen sind als Fermi-Blasen bekannt. Sie sind strahlende, achtförmige Strukturen, die senkrecht zur galaktischen Scheibe ausgerichtet sind. Bis jetzt wissen wir noch nicht genau, was sie sind. Manche behaupten, dass sie aufgrund ihrer perfekten Symmetrie eine direkte Verbindung zum galaktischen Zentrum haben. Könnte es sich um eine Erscheinung handeln, die mit dem Tod eines Sterns in der Region von Sagittarius A, dem riesigen schwarzen Loch in unserer Galaxie, zusammenhängt? Die Milchstraße entwickelt sich also im Universum inmitten einer unüberschaubaren Anzahl von Sternen. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Milchstraße Teil einer Gruppe von Galaxien ist, die als lokale Gruppe bekannt ist. Sie besteht aus über 60 Galaxien, hauptsächlich Zwerggalaxien, die alle durch gemeinsame Gravitationskräfte verbunden sind. Diese lokale Gruppe ist jedoch nur ein winziger Teil eines noch größeren Galaxienhaufens, des Virgo-Superhaufens, an dessen Rand sie liegt. Dieser Superhaufen besteht aus mindestens 100 Galaxiengruppen und Haufen und könnte einen Durchmesser von fast 200 Millionen Lichtjahren haben. Er selbst gehört zu einer noch gigantischeren Struktur, dem Laniakea-Superhaufen. Dieser Superhaufen, der aus über 100.000 Galaxien besteht und sich über 520 Millionen Lichtjahre erstreckt, hat nicht alle Wissenschaftler überzeugt. Einige glauben sogar, dass die Galaxien in dieser Struktur nicht durch die Schwerkraft gebunden sind und sich diese Untergruppen deshalb mit der Zeit auflösen könnten. Aber zurück zur lokalen Gruppe. Trotz ihrer geringen Größe ist sie ein gut gefüllter Katalog. Er enthält praktisch alle Galaxientypen, mit Ausnahme von riesigen elliptischen Galaxien, die in einer so kleinen Struktur, verglichen mit unserer menschlichen Größe, sozusagen nicht vorkommen können. Die Größe der lokalen Gruppe beträgt etwa 10 Millionen Lichtjahre und ihre Gesamtmasse wird auf 2300 Milliarden Sonnenmassen geschätzt. Die Galaxien, die am weitesten von unserem Sonnensystem entfernt sind, liegen etwa 5 Millionen Lichtjahre auseinander. Sie beherbergt zwar hauptsächlich Zwerggalaxien, aber auch drei große, massereiche Galaxien. Die Andromeda-Galaxie, die wahrscheinlich größte, die Triangulum-Galaxie, die kleinste und natürlich unsere eigene Galaxie. Die beiden Hauptmitglieder dieser Gruppe, die Andromeda-Galaxie und unsere eigene Milchstraße, sind von Satellitengalaxien in unterschiedlicher Anzahl umgeben. Aber nicht alle Galaxien der lokalen Gruppe sind mit einer Wirtsgalaxie verbunden. Einige scheinen auf sich allein gestellt zu sein. Wir werden später mehr über sie herausfinden. Sie sind jedoch alle mit dem Gravitationszentrum der lokalen Gruppe verbunden, das irgendwo zwischen der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie liegt. Hunderte von Milliarden von Sternen bevölkern unsere Milchstraße. Es wird geschätzt, dass es zwischen 200 und 400 Milliarden davon gibt. Mehr als 100 Milliarden Planeten werden in diesem grandiosen Haufen vermutet, dessen Durchmesser auf 100.000 bis 200.000 Lichtjahre geschätzt wird. Während sich die meisten Sterne im Zentrum des Haufens befinden, gibt es jenseits von 120.000 Lichtjahren immer weniger davon. Aber wo endet die Milchstraße? Was befindet sich an ihrer Peripherie? Ist sie nichts weiter als ein Gemisch aus interstellarem Gas, das im intergalaktischen Raum versinkt? Oder gibt es noch andere, bisher unentdeckte Objekte?
Wie du weißt, wird die Milchstraße von Satellitengalaxien begleitet. Zu Beginn des Jahrhunderts dachte man, dass die Milchstraße nur ein Dutzend Begleitgalaxien hat. Aber seither wurden etwa 50 weitere entdeckt. Experten sind sich jedoch einig, dass noch etwa 150 Galaxien in der Umlaufbahn der Milchstraße entdeckt werden müssen. Mit den Fortschritten in der Technologie werden regelmäßig neue galaktische Objekte entdeckt. Zumal wir heute, dank Weltraumprogrammen wie der Gaia-Mission, einige weit entfernte oder schwache Objekte beobachten können. Zwei der berühmten Satellitengalaxien der Milchstraße sind klein. Die große Magellansche Wolke mit einem Durchmesser von 14.000 Lichtjahren und die kleine Magellansche Wolke, mit der sie durch eine Brücke aus neutralem atomarem Wasserstoffgas verbunden ist. Dies ist die berühmte Magellansche Brücke. Die anderen Galaxien, die unsere eigene umkreisen, sind hauptsächlich Zwerggalaxien. Die bekanntesten sind der große Hund, die Sagittarius-Zwerggalaxie, der kleine Wagen, die Sculptor-Zwerggalaxie, die Sextant-Zwerggalaxie, die Fournace-Zwerggalaxie und Leo 1. Winzige Galaxien wie die Carina-Zwerggalaxie, die Dragon-Zwerggalaxie und Leo 2 messen nicht mehr als 500 Lichtjahre. Einige dieser Galaxien sind lange Zeit im Schatten geblieben, weil sie von einem schwarzen Halo verdeckt werden. Die Milchstraße ist von einem blasenartigen Halo umgeben, der sie auf beiden Seiten umgibt. Dieser erstreckt sich über Hunderttausende von Lichtjahren, weit über den stellaren Halo hinaus und reicht fast bis zu den Magellanschen Wolken. Wenn wir den Durchmesser unserer Galaxie erwähnen, der auf 100.000 Lichtjahre geschätzt wird, sprechen wir von der galaktischen Scheibe. Das ist der dichteste Teil, in dem Gas, Staub und Sterne mit ihren jeweiligen Planeten massiv konzentriert sind. Berücksichtigt man hingegen den Randbereich, der sicherlich viel weniger dicht und bevölkert ist, dann dehnt sich unser galaktischer Park auf 520.000 Lichtjahre aus. Aber was befindet sich in diesem dunkel aussehenden Halo? Er besteht aus einer großen Menge heißen Gases mit einer geschätzten Temperatur zwischen 1 und 2,5 Millionen Grad Celsius. Für sich allein genommen wiegt er fast so viel wie die Milchstraße. Dieser Haufen dunkler Materie scheint eine wichtige Rolle in der unmittelbaren Umgebung der Milchstraße zu spielen. Er hält die Satellitengalaxien auf ihrer Umlaufbahn und verhindert, dass sie in den Kosmos abdriften. Aber was, wenn sie nicht nur die Sternhaufen an ihrer Peripherie zurückhält? Könnte es sein, wie mehrere Astronomen vermuten, dass einige der Sterne in unserer Galaxie aus einer benachbarten Galaxie gestohlen wurden? Es könnte sein, dass fast die Hälfte der Sterne, die am äußersten Rand der Milchstraße kreisen, aus der Zwerggalaxie Sagittarius stammen. Tatsächlich hat die Zwerggalaxie Sagittarius die lange Zeit, als die unserer Galaxie am nächsten liegende Galaxie galt, bevor sie von der Zwerggalaxie Großer Hund, Canis Major, überholt wurde, unsere Milchstraße mehrmals umkreist. Bei jedem ihrer Vorbeiflüge wäre sie der starken Schwerkraft unserer Galaxie ausgesetzt gewesen, die ihr eine große Anzahl von Sternen geraubt hätte. In Simulationen konnten die Astronomen feststellen, dass die Sagittarius-Zwerggalaxie im Laufe der Zeit fast ein Drittel ihrer Sterne und 9/10 ihrer dunklen Materie an die Milchstraße verloren hätte. Aber die Schredderarbeit ist noch nicht zu Ende. 5 Sterne aus dieser Zwerggalaxie könnten sich in unserer eigenen Milchstraße niederlassen und mit 5 der am weitesten entfernten Sterne unserer Galaxie zusammenfallen. Die Scheibe der Milchstraße ist von diesen intergalaktischen Interaktionen nicht verschont geblieben. Trotz ihres unaufgeregten Erscheinungsbildes wird auch sie stark von ihrer Umgebung beeinflusst. Das haben 2 Astronomen von der Universität Edinburgh im Jahr 2020 nachgewiesen. Die große Magellansche Wolke, die massivste Satellitengalaxie unserer Milchstraße, mit einer Masse, die 1/10 der unserer Galaxie entspricht, hätte unsere galaktische Scheibe heftig verformt. Man sagt, dass die Scheibe der Milchstraße
die Narben dieser nahen Passage behalten hat, weil sie während einer Passage vor etwa 700 Millionen Jahren durch die Schwerkraft stark gestört wurde. Deshalb scheint sie mit einer Geschwindigkeit von fast 115.200 km pro Stunde oder 32 km pro Sekunde in Richtung des Sternbilds Pegasus zu ziehen und sich zu drehen. Eine zweite Galaxie ist für die Wellen verantwortlich, die vor allem an den Rändern unserer Milchstraße zu sehen sind. Das ist natürlich die kugelförmige Zwerggalaxie Sagittarius, einer der engsten Satelliten unserer Galaxie. Obwohl diese Galaxie im Vergleich zu anderen galaktischen Monstern winzig ist, könnte sie sogar für die Entstehung unserer Sonne verantwortlich gewesen sein. Manche Galaxien sind sogar gezwungen, miteinander zu kollidieren. Der Aufprall ist zwar keineswegs explosiv, aber er löst Kettenreaktionen und fortschreitende Veränderungen aus, die manchmal eines oder beide Objekte radikal verändern können. In diesem Fall kam die Zwerggalaxie Sagittarius unserer Milchstraße vor 6 Milliarden Jahren ein wenig zu nahe. Diese enge Begegnung fand wahrscheinlich mehrmals statt. Sie verursachte nicht nur die Wellen vieler Sterne am äußeren Rand der Milchstraße, sondern löste zweifellos auch die Phase der Sternentstehung aus, aus der unsere Sonne hervorging. Wenn das unaufhörliche Ballett der galaktischen Monster unauslöschliche Spuren hinterlässt, was ist dann mit anderen galaktischen Objekten? Einigen Wissenschaftlern zufolge gab es in der lokalen Gruppe vor 6 Milliarden Jahren wahrscheinlich einen extrem heftigen Zusammenstoß, der zur Geburt der Andromeda-Galaxie führte. Eine Gruppe von Forschern hat die Entwicklung und Struktur dieses galaktischen Monsters modelliert. Es ist ihnen gelungen, alle außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Sterns zu reproduzieren. Eine große, dünne Scheibe und ihren riesigen Gasring. Eine massive zentrale Ausbuchtung. Eine kolossal dicke Scheibe. Einen immensen Strom alter Sterne, begleitet von zahlreichen Strömen leuchtender Sterne in ihrem peripheren Halo. Ihre Schlussfolgerung ist eindeutig. Andromeda ist das Ergebnis einer Verschmelzung zweier Galaxien, von denen eine etwas massereicher als unsere Milchstraße und die andere dreimal kleiner ist. Die beiden Galaxien trafen vor weniger als 9 Milliarden Jahren zum ersten Mal aufeinander und verschmolzen dann vor 5,5 Milliarden Jahren zu einer einzigen. Die Kollision ist zweifellos die größte, die die lokale Gruppe je erlebt hat, zumal diese Galaxie und ihre Trabanten den größten Teil der sichtbaren baryonischen Materie, der Sterne und des Gases der Gruppe enthalten. Ihren numerischen Simulationen zufolge muss die Kollision, die der Verschmelzung vorausging, extrem heftig gewesen sein. Sonst hätte sich die Scheibe der neuen Galaxie nach dem Schock nicht neu bilden können. Während dieser Konfrontation wurde eine Gas- und Sternenmasse, die einem Drittel der Milchstraße entspricht, in den Weltraum geschleudert und bildete durch die Schwerkraft Gezeitenschweife, die sich dann zerstreuten und schließlich an der Scheibe der endgültigen Galaxie vorbeiführten. Die Studie geht sogar noch weiter als diese Schlussfolgerungen. Es hat sich eine Hypothese über den Ursprung der Magellanschen Wolken herauskristallisiert. Sie könnten in einem der Gezeitenschweife entstanden sein, die bei dieser historischen Kollision entstanden sind, bevor sie in Richtung unserer Milchstraße geschleudert wurden. Diese Idee basiert auf der Tatsache, dass die Magellanschen Wolken nicht nur unregelmäßig geformt, sondern auch reich an Gas sind, genau wie die Gezeitenschweife. Diese Ergebnisse sind insofern relativ interessant, als sie zum einen bestätigen, dass Spiralgalaxien durch aufeinanderfolgende Verschmelzungen entstanden sind und zum anderen, dass Zwerggalaxien aus Gezeitenschweifen hervorgegangen sind. Aber auch hier taucht ein neues Rätsel auf. Viele Zwerggalaxien scheinen nicht zu einer Wirtsgalaxie zu gehören. Warum also nicht genauer hinschauen? Ich möchte dich jetzt auf eine Tour zu anderen Mitgliedern der lokalen Gruppe mitnehmen, insbesondere zu denen, die solitär spielen und außer ihrem Hauptwirt mit keinem anderen galaktischen Objekt verbunden sind.
Werfen wir einen Blick auf die Sagittarius-Zwerggalaxie, eine unregelmäßige Galaxie im Sternbild Schütze, Sagittarius. Sie unterscheidet sich stark von der berühmten kugelförmigen Sagittarius-Zwerggalaxie, die lange Zeit als der nächstgelegene galaktische Satellit zu unserer Milchstraße galt. Die irreguläre Zwerggalaxie Sagittarius ist etwa 4,2 Millionen Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Die Entdeckung dieses galaktischen Objekts geht auf das Jahr 1977 zurück. Es wurde auf einer Fotoplatte entdeckt, die für die Erstellung des Atlas an der europäischen Südsternwarte in La Silla im Norden Chiles aufgenommen wurde. Dieses Bild wurde durch das Schmidt-Teleskop ermöglicht, dessen zwei Spiegel einen Durchmesser von 1,62 Meter bzw. 1 Meter haben. Durch ihre Position im Kosmos, etwas außerhalb der Nullgeschwindigkeitsfläche der lokalen Gruppe, ist sie so weit von deren Bari-Zentrum entfernt, dass sie bis jetzt als die exzentrischste Galaxie überhaupt erscheint. Sie leuchtet viel stärker als die Zwerggalaxie Aquarius und hat eine lange Geschichte der Sternentstehung. Tatsächlich enthält sie eine große Population von Sternen mittleren Alters. Unter den vielen funkelnden Sternen befinden sich 27 sogenannte Kohlenstoffsterne. Das sind riesige, kalte Sterne am Ende ihres Lebens, deren Atmosphären aufgrund von Konvektion ungewöhnlich viel Kohlenstoff enthalten. Dieser Kohlenstoff absorbiert kurzwellige Wellenlängen und ist für die rote Farbe des Sterns verantwortlich. Allerdings sind die Sterne in dieser Galaxie im Vergleich zum Universum relativ jung, mit einem Alter zwischen 4 und 8 Milliarden Jahren. Aber die meisten Sterne in dieser Galaxie sind metallarm, mit einem Eisenmetallizitätsindex von weniger als 1,3. Wie du siehst, ist die irreguläre Zwerggalaxie Sagittarius so qualifiziert, weil man ihr keine genaue Form zuschreiben kann. Aber was uns an ihr am meisten interessiert, abgesehen von der Tatsache, dass sie sich unabhängig am Rande der lokalen Gruppe entwickelt, ist das großartige Bild, das sie dem Hubble-Weltraumteleskop im Jahr 2003 bot. Das Teleskop fing zufällig die Spur eines Asteroiden ein, der durch diese Region des Weltraums driftete, neben der Galaxie, die es zu der Zeit beobachtete. Das Bild zeigt 13 rötliche Bögen, die wie aufeinanderfolgende Zugwaggons den Weg des unsterblichen Asteroiden markierten. Rund 2,15 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt, im Sternbild Cassiopeia, sorgte eine unregelmäßige Zwerggalaxie namens IC-10 ebenfalls für Schlagzeilen. Die 1889 von dem Astronomen Louis Swift entdeckte Galaxie wurde lange Zeit für einen schwachen Stern gehalten, der Teil eines sehr großen Nebels ist, der selbst extrem schwach und diffus ist. Obwohl ein anderer Wissenschaftler 1935 vermutete, dass es sich um eine Galaxie der lokalen Gruppe handelte, erkannte Edwin Hubble sie erst in den 1960er Jahren als solche. Da ihre geschätzte Radialgeschwindigkeit von 350 km pro Sekunde zeigte, dass sich dieses galaktische Objekt uns nähert. Daher ist sie tatsächlich Teil der lokalen Gruppe. Obwohl die Galaxie IC-10 nicht so weit von uns entfernt ist, ist sie nicht so einfach zu untersuchen, da sie hinter einer Menge Staub und Sternen verborgen ist. Tatsächlich liegt sie nahe an der Ebene unserer eigenen galaktischen Scheibe. Ihre Leuchtkraft kann mit der der kleinen Magellanschen Wolke verglichen werden, obwohl sie mit einem Durchmesser von nur 5000 Lichtjahren kleiner ist. Das dazwischenliegende interstellare Medium, das uns von ihr trennt, absorbiert zwangsläufig einen Teil ihrer Strahlung. Wenn ihr Licht jedoch abgeschwächt wird, kann man bei genauer Betrachtung eine große Anzahl junger Sterne und nicht weniger als 27 planetarische Nebel erkennen. Die Anordnung dieser Nebel wirft die Frage auf, ob die Galaxie größer ist, als sie erscheint. Beobachtungen von IC-10 deuten auch darauf hin, dass sie noch aktiv ist. In der Tat können wir bestimmte Regionen beobachten, in denen Sternentstehung an der Tagesordnung ist. Diese rötlichen Sterne scheinen sehr aktiv zu sein, und das aus gutem Grund.
IC-10 ist eine sogenannte Starburst-Galaxie. Sie ist sogar die nächste bekannte Starburst-Galaxie in der Nähe unserer Milchstraße. Als solche unterliegt sie Ausbrüchen von Sternentstehung. Sie beherbergt durchschnittlich 5,1 Sterne pro Kiloparsec und damit weit mehr heiße Wolf-Rayet-Sterne pro Quadratkiloparsec als die Magellanschen Wolken zusammen. Ihr Metallgehalt, der etwas höher ist als der der kleinen Magellanschen Wolke, zeigt, dass sie auf der anderen Seite eine viel längere Phase der Sternentstehung erlebt hat. Infolgedessen gibt es viele Generationen von Sternen, sowohl junge als auch alte. Tatsächlich ermöglicht diese Aktivität immer noch die Bildung von etwa 0,04 bis 0,08 Sonnenmassen pro Jahr. Die riesige Hülle aus interstellarem Gas, die diese Galaxie umgibt, reicht aus, um diese Aktivität noch mehrere Milliarden Jahre aufrechtzuerhalten. Die riesige Wasserstoffblase, die IC-10 umgibt und im sichtbaren Licht 10-mal größer ist als die Galaxie, weist eine Besonderheit auf. Ihre Rotationsbewegung folgt nicht derjenigen der Galaxie selbst. Obwohl die beiden Elemente offensichtlich miteinander verbunden sind, scheinen sie sich unabhängig voneinander zu entwickeln, mit umgekehrten Rotationen. Könnte das an der Entfernung der Galaxie von der Andromeda-Galaxie liegen, die ähnlich groß ist wie die der Dreiecksgalaxie? Oder könnte es an der Zusammensetzung der galaktischen Ausbuchtung liegen? Im Herzen dieser Galaxie wird die Röntgenstrahlung von zwei sehr unterschiedlichen Quellen ausgesandt. Es handelt sich um ein massereiches Doppelsternsystem, das aus einem Wolf-Rayet-Stern, einem heißen Stern mit mehreren 10 Sonnenmassen und einem kompakten Objekt besteht. Letzteres ist nichts anderes als ein stellares schwarzes Loch. Tatsächlich ist es eines der massivsten bekannten. Man nimmt an, dass es mehrere Dutzend Sonnenmassen enthält. Ein weiteres Mitglied der lokalen Gruppe weckt unsere Neugierde. Es handelt sich um die irreguläre Zwerggalaxie Cetus, auch bekannt als IC-1613 oder Caldwell 51. Sie befindet sich im Sternbild des Wals, auch bekannt als Cetus, und ist 2,4 Millionen Lichtjahre von unserer eigenen Milchstraße entfernt. Sie enthält fast 100 Millionen Sterne, darunter mehrere Exemplare der Cepheiden-Veränderlichen, die helfen, kosmische Entfernungen zu bestimmen. Die meisten dieser Sterne sind vor etwa 7 Milliarden Jahren entstanden. Heute scheint die Galaxie jedoch in Ruhe zu sein. Im Gegensatz zu anderen irregulären Zwerggalaxien in der lokalen Gruppe, die immer noch sehr aktiv sind, scheint Caldwell 51 keinen einzigen Stern mehr zu produzieren. Ihre Entdeckung durch den deutschen Astrofotografen Max Wolf geht auf das Jahr 1906 zurück. Trotz seiner relativen Nähe ist er ein galaktisches Objekt, das selbst bei der Beobachtung durch ein mittelgroßes Teleskop nur als besonders schwacher und diffuser Fleck erscheint, mit einer scheinbaren Helligkeit von nur 9,9. Seine Beobachtung wird jedoch nicht durch kosmischen Staub beeinträchtigt. Daher können seine veränderlichen Sterne ausführlich studiert und präzise Entfernungsmessungen durchgeführt werden. Auf den ersten Blick scheint Caldwell 51 eine einfache, unregelmäßig geformte Galaxie ohne Sternenscheibe zu sein. Doch dieses galaktische Objekt, das sich uns mit 234 Kilometern pro Sekunde nähert, ist alles andere als gewöhnlich. Tatsächlich hat sich diese Galaxie wie eine echte Hausfee verhalten. Anders als viele andere Galaxien enthält sie nur noch sehr wenig Staub. Außerdem ist ihre Sichtlinie ebenfalls ungehindert. Deshalb konnten die Astronomen die Galaxie ungefiltert sehen. Sie konnten ihre Cepheidensterne und RR Lyrae-Veränderliche beobachten, rote Riesen, die in regelmäßigen Abständen an Größe und Helligkeit zunehmen. Infolgedessen hat Caldwell 51 eine sehr wichtige Rolle bei der Entfernungsbestimmung gespielt. Aber wie lässt sich das erklären? Veränderliche Sterne weisen periodische Schwankungen in ihrer Helligkeit auf, die mit ihrer Eigenhelligkeit zusammenhängen. Durch die Messung der periodischen Schwankungen von Sternen
können Astronomen die Eigenleuchtkraft eines jeden Sterns bestimmen. Indem sie diese Werte mit der scheinbaren Helligkeit jedes Sterns vergleichen, können Wissenschaftler die Entfernung bestimmen, in der sie am schwächsten erscheinen. Diese Sterne, die als Standardkerzen betrachtet werden, ermöglichen es den Astronomen, eine Skala der kosmischen Entfernungen zu erstellen. Auf diese Weise können sie die Entfernung zu einer großen Anzahl von Objekten im Universum schätzen. Aber nicht alle Galaxien sind so ruhig wie Caldwell 51. Das gilt vor allem für die Phoenix-Zwerggalaxie oder PGC 6830. Eine Struktur, die 1,3 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Phoenix liegt. Die erst 1976 von Hans Emil Schuster und Richard Martin West entdeckte Galaxie wurde zunächst fälschlicherweise für einen Kugelsternhaufen gehalten, wie viele andere irreguläre Zwerggalaxien. Doch schon bei den ersten Beobachtungen dieser kleinen Galaxie widersprachen ihre Eigenschaften den üblichen Klassifizierungsregeln. Die jüngsten Sterne sind in ihren inneren Regionen zu sehen. Sie erstrecken sich in ostwestlicher Richtung. Die ältesten Sterne hingegen befinden sich hauptsächlich an ihrem Rand, in den sogenannten äußeren Regionen, die jedoch entlang einer anderen Achse verlaufen, nämlich in Nord-Süd-Richtung. Trotzdem passt sie nicht in die Kategorie der sphäroidischen Zwerggalaxien, weil sie nicht genug Gas enthält, um die Bildung neuer Sterne zu unterstützen. Auch wenn die Sternentstehungsrate in ihrer zentralen Region im Laufe ihrer Entwicklung relativ regelmäßig gewesen zu sein scheint. Dieses galaktische Objekt wurde sicherlich wiederholt von Supernova-Explosionen erschüttert. In der Tat ist in der Nähe der Galaxie ganz im Westen eine Gaswolke von etwa 10 Sonnenmassen zu sehen. Sie wurde wahrscheinlich durch aufeinanderfolgende Supernova-Explosionen während der Sternentstehung ausgeworfen, wie das Vorhandensein von relativ jungen Sternen beweist. Diese H1-Region, die aus neutralem atomarem Wasserstoff besteht, ist zwar nicht in die Galaxie eingepflanzt, aber dennoch durch die Schwerkraft an sie gebunden und wird unaufhaltsam in sie zurückfallen. Schauen wir uns nun eine nachgewiesene sphäroidische Zwerggalaxie der lokalen Gruppe an. Schauen wir uns die Zwerggalaxie Toucan an, die 2,8 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist, aber nicht nur ein isoliertes Mitglied ist, sondern auch fast gegenüber den meisten anderen Galaxien im Verhältnis zur Milchstraße liegt. Sie besteht ausschließlich aus sehr alten Sternen, die während einer einzigen Entstehungszeit entstanden sind, dergleichen wie die unserer Milchstraße und ihrer Kugelsternhaufen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Toucan-Galaxie beträgt 15,4 km pro Sekunde in ihrem Zentrum, während ihre Rotationsgeschwindigkeit in den äußeren Regionen 16 km pro Sekunde beträgt. Zusätzlich zu ihrer unaufhaltsamen Rotation entfernt sich die Toucan-Galaxie immer weiter von uns, wie ihre Radialgeschwindigkeit von 194 km pro Sekunde relativ zur Sonne zeigt. Auch vom Zentrum der Milchstraße entfernt sich die Toucan-Galaxie mit 98,9 km pro Sekunde. Die Toucan-Galaxie wurde erst 1990 entdeckt. Aber aufgrund ihrer Abgeschiedenheit ist sie seither Gegenstand zahlreicher Beobachtungen gewesen. Sie ist nach dem unregelmäßigen Zwerg Sagittarius die zweitentfernteste aller Galaxien der lokalen Gruppe. Sie befindet sich in der Nähe des Randes der lokalen Gruppe und ist 3,6 Millionen Lichtjahre von ihrem Baryzentrum entfernt. Sie ist außerdem eine von nur zwei sphäroidischen Zwerggalaxien in der lokalen Gruppe, die sich nicht in der Nähe der Milchstraße oder der Andromeda-Galaxie befinden. Die Zwerggalaxie Toucan hat sich wahrscheinlich schon immer eigenständig entwickelt, unbeeinflusst von den Gravitationskräften der anderen Mitglieder. Dadurch kann sie den Wissenschaftlern helfen, den Lauf der Zeit zurückzuverfolgen und vielleicht eines Tages die Kinematik und Entstehungsgeschichte der lokalen Gruppe zu verstehen, sowie die Rolle der Umgebung bei der Entwicklung von Zwerggalaxien zu beurteilen. In der Kategorie der isolierten Galaxien
wird auch die unregelmäßige Wolf-Lundmark-Melotte-Zwerggalaxie, auch bekannt als WLM, untersucht, da sie eine chemische Zusammensetzung bewahrt hat, die der des frühen Universums sehr nahe kommt. Diese Galaxie, die sich im Sternbild Walfisch befindet, ist 3 Millionen Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Ihre maximale Größe beträgt 8000 Lichtjahre und ihre Leuchtkraft ist etwas höher als der Durchschnitt der Kugelsternhaufen. In seiner Nachbarschaft befindet sich die Galaxie IC1613 in einer Entfernung von 1 Million Lichtjahren. Sie wurde erstmals 1909 beobachtet und trat 1926 als Kugelsternhaufen in die lange Liste der bekannten Galaxien ein. Einige ihrer massearmen Sterne werden als primitiv angesehen. Unter seinen zahllosen Lichtquellen befinden sich Sterne, deren Entstehung vor mehr als 12 Milliarden Jahren begann. Die Hälfte von ihnen ist über 9 Milliarden Jahre alt. Es folgte eine starke Verlangsamung, bevor sie vor 1 bis 2,5 Milliarden Jahren wieder einsetzte. In seinem peripheren Halo können wir eine große Anzahl alter roter Sterne sehen, deren Alter auf die Entstehung der Galaxie zurückgeht. Im Gegensatz dazu sind die zentralen Sterne junge blaue Sterne. Ihre längliche Morphologie, ihre relativ isolierte Lage am Rande der lokalen Gruppe sowie die Eigenschaften und die Größe ihrer Sterne deuten darauf hin, dass WLM nie mit einer anderen Galaxie in der lokalen Gruppe oder mit einem anderen kosmischen Objekt interagiert hat. Auf der anderen Seite wurden Unterschiede in der Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre bestimmter Überriesensterne entdeckt. Diese ist bis zu 5-mal höher als die Sauerstoffkonzentration im umgebenden interstellaren Medium. Dieser Unterschied in der Sauerstoff- und Eisenkonzentration erinnert an ähnliche Anomalien, die bereits in der Barnard-Galaxie und der kleinen Magellanschen Wolke untersucht wurden. Alles deutet darauf hin, dass diese Galaxien, obwohl sie unabhängig voneinander sind, eine identische stellare Entwicklung durchlaufen haben. Natürlich haben nicht alle Galaxien der lokalen Gruppe den gleichen Prozess durchlaufen. Das gilt besonders für die Galaxie Leo A, auch bekannt als Leo 3. Diese unregelmäßige Zwerggalaxie entwickelt sich 2,54 Millionen Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt in Richtung des Sternbilds Löwe. Sie erstreckt sich über etwa 10.000 Lichtjahre und hat eine Masse von etwa 80 Millionen Sonnenmassen, von denen 80% aus dunkler Materie bestehen. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist dies eine eher ungewöhnliche Galaxie. Sie hat keine offensichtlichen strukturellen Merkmale, besteht aus einer annähernd kugelförmigen Masse von Sternen und ist eine der isoliertesten Galaxien in der lokalen Gruppe. Sie zeigt keine Anzeichen einer entfernten, geschweige denn einer kürzlichen Verschmelzung oder Interaktion mit einer ihrer seltenen Nachbargalaxien. Dennoch ist Leo A eine der wenigen irregulären Galaxien, in der fast 90% der Sternpopulation weniger als 8 Milliarden Jahre alt ist. Sein relativ massiver Gehalt an überwiegend jungen Sternen entspricht den uns bekannten Standards. Junge Sterne sind in der Regel das Ergebnis einer kürzlichen Interaktion mit einer anderen Galaxie. Darüber hinaus beherbergt sie variable Sterne vom Typ RR Lyrae, was darauf hindeutet, dass die Galaxie auch eine 10 Milliarden Jahre alte Sternenpopulation enthält. Daher ist die Entwicklungsgeschichte dieser Galaxie, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Ihre Sternentstehungszeit ist im Vergleich zu anderen Galaxien nicht nach einer konventionellen Zeitskala abgelaufen. Wieder einmal wirft diese scheinbar banale Galaxie neue Fragen auf, obwohl sie in die Kategorie der eher faszinierenden Objekte passt. Wie du siehst, gibt es im Universum keinen Mangel an Galaxien. Wir könnten Dutzende weitere in der lokalen Gruppe besuchen und tausende weitere außerhalb dieses Teils des Weltraums. Wie wäre es, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf andere kosmische Objekte oder atypische Ereignisse richten würden? Ich möchte dich mit einer Zwerggalaxie der lokalen Gruppe bekannt machen, die sich in den Sternbildern Dorado und Montagne de la Table der großen Magellanschen Wolke befindet.
Diese Galaxie ist vor kurzem durch ein spontanes Phänomen ins Rampenlicht gerückt, das, wie es der Zufall will, vom Hubble-Teleskop verewigt wurde. Das ist LMC N49, ein Supernova-Nachglühen. Es befindet sich 160.000 Lichtjahre entfernt und ist der Überrest der Explosion eines Sterns vor etwa 5.000 Jahren. Wie ein Spinnennetz erstrecken sich seine leuchtenden Fäden über einen Durchmesser von 75 Lichtjahren. Am Ende seines Lebens stieß der betroffene Stern zunächst Gas aus, bevor er buchstäblich explodierte. Die daraus resultierende Schockwelle riss mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 300 Kilometern pro Sekunde durch das umgebende Gas. Der Durchgang dieser Schockwelle erhitzte die Gasfäden auf 1.000.000 Grad, daher ihre Leuchtkraft. Während andere Nachleuchten bereits beobachtet wurden, ist LMC N49 etwas ganz Besonderes. Es ist das erste Mal, dass ein Slug sich auf diese Weise verhält und die Form eines Wassertropfens annimmt, der mit fadenförmigen Strukturen gefüllt ist. Normalerweise ist die Schnecke wie eine große, gleichförmige Blase geformt. Aber es gibt noch etwas Besonderes, das die Wissenschaftler anzieht. In der Mitte dieses leuchtenden Gashaufens wurde ein Neutronenstern entdeckt. Diese Art von Stern, die durch den Gravitationskollaps eines massereichen Sterns während einer Supernova entsteht, ist nicht überraschend. Dieser Stern ist jedoch besonders dicht und hat trotz eines Durchmessers von nur wenigen Kilometern eine Masse, die fast der unserer Sonne entspricht. Außerdem fällt der Stern aufgrund seiner intensiven Aktivität und schnellen Rotationsgeschwindigkeit in die Kategorie der Pulsare. Diese Art von katastrophaler thermonuklearer Explosion, die auftritt, wenn einem Stern der Brennstoff ausgeht und er erlischt, ist ebenso kurzlebig wie spektakulär. Aber du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es ist zwar sehr schwierig, ein solches Ereignis zu beobachten, aber das Nachglühen, Wolken aus überhitzten Staub und Gas, hält Jahrtausende lang an. Obwohl sie weit weniger leuchtend und spektakulär sind als die Supernova selbst, sind sie nicht weniger faszinierend. Vor allem ermöglichen sie den Astronomen, wichtige Daten zu sammeln. Sie können den Lebenszyklus von Sternen untersuchen. Ein solches Nachleuchten, vollgepackt mit Informationen über die Wechselwirkungen zwischen Wolken und dem interstellaren Medium, bietet den Astronomen eine weitere Möglichkeit, etwas mehr über die Gesamtdynamik des Universums zu verstehen. Aber bleiben wir in dieser Region der lokalen Gruppe. Die bemerkenswerten Magellanschen Wolken sind auch mit einem außergewöhnlichen und manchmal beunruhigenden Phänomen verbunden. Es handelt sich um Hochgeschwindigkeitswolken, insbesondere um den Magellanschen Strom. In der Tat sind Supernovas nicht die einzigen kosmischen Ereignisse, die hohe Geschwindigkeiten in der Bewegung verschiedener Elemente hervorrufen. Hochgeschwindigkeitswolken sind auch im galaktischen Halo bestimmter Galaxien zu finden. Sie bestehen aus einer großen Masse an interstellarem Gas. Einige sind besonders massiv, erreichen manchmal das Millionenfache der Masse der Sonne und sind über große Entfernungen verteilt. Das Besondere an ihnen ist, dass sie sich mit Geschwindigkeiten bewegen, die weit von der Rotation der Scheibe ihrer Galaxie abweichen, bis zu mehreren hundert Kilometern pro Sekunde. Der Ursprung dieser Wolken ist zwar Gegenstand zahlreicher Forschungen, aber es gibt mehrere Theorien, die das erklären. Einige Hochgeschwindigkeitswolken haben eine viel geringere Metallizität als die ihrer Wirtsgalaxie, was darauf hindeutet, dass sie ursprünglich Teil eines anderen galaktischen Objekts waren, das wahrscheinlich etwas zu nahe war. Andere Hochgeschwindigkeitswolken hingegen enthalten schwere Elemente, insbesondere große Mengen an Eisen, was darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich außerhalb der Galaxie ausgestoßen wurden, vielleicht während explosiver Supernovas. Aber was ist mit dem Magellanschen Strom, der sich in einer Entfernung von 180.000 Lichtjahren um die Milchstraße herum ausbreitet? Als er 1965 entdeckt wurde, hat seine ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit die Astronomen sofort fasziniert. Und das aus gutem Grund. Diese Struktur, die aus interstellaren Wolken besteht, die sich fast 230 Grad über unsere Himmelskugel erstrecken,
hat eine Geschwindigkeit von etwa 400 Kilometern pro Sekunde. Diese riesige Säule aus nicht ionisiertem Wasserstoff ist nach unserer eigenen Milchstraße die zweitgrößte Struktur, die von der Erde aus beobachtet werden kann. Der Magellansche Strom ist so riesig, dass über 40 Jahre Beobachtung mit den größten Radioteleskopen nötig waren, um endlich die Geheimnisse um diese Struktur zu entschlüsseln. In einer 2015 veröffentlichten Studie ist es gelungen, die physikalischen Mechanismen seiner Entstehung zu charakterisieren und damit seine Ursprünge aufzudecken. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass der Magellansche Strom aus zwei riesigen Gasfäden besteht, die jeweils aus einer der beiden Magellanschen Wolken entweichen. Diese Filamente rasen mit fast 1 Million Stundenkilometern auf die Milchstraße und ihren Halo aus erhitztem Gas zu und folgen dabei der Flugbahn ihrer Wolken in gigantischen Wirbeln, die an die Rauchschwaden einer großen Zigarre erinnern. Je näher diese Wolken der Milchstraße kommen, desto mehr drückt der Druck des Halos mit Gastemperaturen, die die Millionen-Grad-Marke erreichen, sie zurück ins All. Außerdem stürzt eine riesige Anzahl kleiner Gasblasen buchstäblich in unsere Galaxie. Sie sind das Ergebnis eines uralten Schocks zwischen den beiden Magellanschen Wolken, der vor etwa 250 Millionen Jahren stattgefunden zu haben scheint. Derselbe Schock, der die Materiebrücke zwischen den beiden Wolken ausgelöst hat. Simulationen haben gezeigt, dass sich der Magellansche Strom wahrscheinlich in zwei Phasen gebildet hat. Zu Beginn, als die Magellanschen Wolken noch relativ weit von unserer Galaxie entfernt waren, hat die größere der beiden Galaxien Gas von der kleineren abgepumpt. Dann, als die beiden Galaxien begannen, in unsere Galaxie zu stürzen, wurde ihren jeweiligen galaktischen Kronen ein Fünftel ihrer Masse zugunsten des Magellanschen Stroms entzogen. In der Folge hätte sich dieser Strom unter dem Einfluss der Schwerkraft zu dem gigantischen Bogen gedehnt, den wir heute kennen. Dieses Modell erklärt nicht nur die fadenförmige Form des Stroms, sondern auch, warum er völlig frei von Sternen ist. In einem viel weiter entfernten Teil des Kosmos, nicht weit von der Triangulum-Galaxie entfernt, wurde eine weitere Hochgeschwindigkeitswolke entdeckt. Sie befindet sich 2,2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt im Sternbild Fische und ist die Hochgeschwindigkeitswolke HVC 1274130. Der Name, der alles andere als poetisch ist, setzt sich aus den drei Zahlen zusammen, die jeweils ihrer galaktischen Länge und Breite sowie ihrer Radialgeschwindigkeit entsprechen. Er zeichnet sich durch einen Halo aus dunkler Materie aus, in dem eine relativ dichte Scheibe aus baryonischem Gas und Staub gefangen ist. Diese Wolke, die ein Konzentrat aus intergalaktischem Wasserstoff ist, steht wahrscheinlich in gravitativer Wechselwirkung mit der Zwerggalaxie Piscis, an die sie grenzt. Sie besteht im Wesentlichen aus neutralem atomarem Wasserstoff und wird daher auch als H1-Region bezeichnet. Obwohl sie einen Durchmesser von 20.000 Lichtjahren hat, wurden in dieser Struktur noch keine Sterne entdeckt. Was wäre, wenn es eine dunkle Galaxie wäre? Wenn ja, wäre sie die erste ihrer Art in der lokalen Gruppe. Es wird angenommen, dass dunkle Galaxien in den ersten Milliarden Jahren des Universums entstanden sind. Sie könnten einem der frühesten Stadien in der Entstehung der leuchtenden Galaxien entsprechen, die wir kennen. Ihre Zusammensetzung mit einem besonders niedrigen Verhältnis von baryonischer zu dunkler Materiemasse, das je nach Modell zwischen 0,01 und 0,15 liegt, erlaubt es ihnen noch nicht oder nur sehr langsam, Sterne zu produzieren. Daher sind sie völlig undurchsichtig, was ihre Entdeckung so schwierig macht. Einigen Experten zufolge würden sie mehr als 100 Milliarden Jahre brauchen, um ihre gesamte interstellare Materie in Sterne umzuwandeln und so zu Galaxien mit geringer Oberflächenhelligkeit zu werden, deren Masse-Leuchtkraft-Verhältnis gegen unendlich tendiert. Für einige WissenschaftlerInnen muss das frühe Universum hauptsächlich von dieser Art von dunklen Galaxien bevölkert gewesen sein. Die Untersuchung dieser dunklen Objekte soll uns helfen, den Entstehungsprozess der heutigen Galaxien zu verstehen. Aber wie können wir sie erkennen? Im Jahr 2012 gab ein Forscherteam der Europäischen Südsternwarte bekannt,
dass sie einen Weg gefunden haben. Sie müssen ein extrem helles Licht dorthin leuchten, wo sie eine dunkle Galaxie vermuten. Dann suchen sie nach der fluoreszierenden Gashülle, die zu der dunklen Galaxie gehört, wenn sie vom ultravioletten Licht eines nahen Quasars angestrahlt wird. Das Ergebnis ist, dass das Licht des Quasars auf die dunkle Galaxie projiziert wird und diese aufleuchtet, so wie ein weißes Kleidungsstück von den Strahlen einer ultravioletten Lampe in einem Nachtclub beleuchtet wird. Wie du siehst, beobachten Astronomen nicht nur leuchtende oder massereiche Objekte, sondern jedes kosmische Teilchen spielt eine Rolle für unser Verständnis des Universums. Kommen wir nun zurück zur Helligkeit. Werfen wir einen Blick auf NGC 2663, eine typische elliptische Galaxie im Sternbild Kompass, etwa 100 Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Obwohl die Galaxie selbst seit 1886 bekannt ist, blieben viele ihrer Eigenschaften rätselhaft, bis eine Gruppe von Astronomen eine Multiwellenlängenstudie durchführte mit dem Ziel, die genaue Natur dieses Objekts zu enthüllen. Durch die Kombination von Daten verschiedener Wellenlängen, wie zum Beispiel Radio- und Röntgendaten, die von verschiedenen Beobachtungszentren auf der ganzen Welt gesammelt wurden, konnten sie vor sehr kurzer Zeit, im Jahr 2022, feststellen, dass es sich um eine ovale, elliptische Galaxie handelt. Diese andere Galaxie der lokalen Gruppe ist nicht nur groß und massereich, mit einer Sternmasse von etwa 580 Milliarden Sonnenmassen, sondern hat die Wissenschaftler auch überrascht, um nicht zu sagen schockiert. Radiowellen haben nämlich ergeben, dass diese Galaxie zwei unglaublich lange Radiojets aussendet, die diametral entgegengesetzte Bahnen verfolgen. Das Außergewöhnlichste ist jedoch, dass sie sich mit einer Geschwindigkeit, die der des Lichts nahe kommt, über fast 1150 Lichtjahre erstrecken. Dieser Jetstream, der mit enormer Energie von dem supermassiven schwarzen Loch im galaktischen Bulge ausgestoßen wird, ist 50 Mal größer als die Galaxie selbst. Zum Vergleich, wäre er von unserem Sonnensystem aus mit bloßem Auge sichtbar, würde dieser Materialstrahl in unserem Himmelsgewölbe größer erscheinen als der Mond. Diese Eigenschaften machen diese Galaxie, die lange Zeit als alltäglich galt, zu einer der größten Radiogalaxien in unserem nahen Universum, was die projizierte Winkelgröße angeht. Um unsere Reise fortzusetzen, lade ich dich nun ein, eine riesige Galaxie zu entdecken, Perseus A, auch bekannt als NGC 1275. Diese Galaxie ist das dominierende Mitglied des Perseus-Galaxienhaufens. Sie liegt im gleichnamigen Sternbild und ist schätzungsweise 246 Millionen Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Sie gehört zu den kosmischen Objekten, die die volle Aufmerksamkeit der Astronomen verdienen, sowohl wegen ihrer zarten, rötlichen, spitzenartigen Struktur, die ihre Glühbirne umgibt, als auch wegen ihrer Aktivität, die sie wie ein magnetisches Monster aussehen lässt. Tatsächlich handelt es sich um eine aktive Galaxie vom Typ Seyfert 2. Wir können sowohl die Scheibe dieser linsenförmigen Galaxie als auch ihren extrem hellen, kompakten Kern bewundern, in dem ein supermassereiches schwarzes Loch aktiv ist. Seine Masse beträgt etwa 340 Millionen Sonnenmassen. Diese Art von Kern stellt eine der größten Quellen elektromagnetischer Strahlung im Universum dar. Die Galaxie enthält fast 13 Milliarden Sonnenmassen an molekularem Wasserstoff. Dieser stammt wahrscheinlich aus der intergalaktischen Umgebung des Perseus-Haufens. Dieser kühlere, molekulare Wasserstoff treibt den aktiven Kern der Galaxie Perseus A an, der in rasantem Tempo Sterne produziert. Eine genaue Beobachtung dieses galaktischen Monsters, das fast 230.000 Lichtjahre groß ist, zeigt, dass es eigentlich aus zwei Mitgliedern besteht, zwei Galaxien. Die Hauptgalaxie wird von einer sogenannten HVS-Galaxie, einem Hochgeschwindigkeitssystem, begleitet, das sich der Hauptgalaxie mit einer Geschwindigkeit von 3000 km pro Sekunde nähert. Obwohl sie mindestens 200.000 Lichtjahre voneinander entfernt ist,
ist die HVS-Galaxie dazu bestimmt, mit Perseus A zu verschmelzen. Die Gezeitenkraft der Hauptgalaxie und der dynamische Druck, den die HVS-Galaxie erfährt, wenn sie sich in das Intracluster-Medium von Perseus bewegt, entziehen ihr nach und nach das Gas und fördern gleichzeitig die Sternbildung im Perseus A. Perseus A, das vorherrschende Mitglied des Perseus-Haufens, auch bekannt als NGC 1275-Gruppe, befindet sich im Zentrum des Haufens. Sie ist auch die hellste aller Galaxien in dieser Gruppe. Diese Merkmale findet man oft im Zentrum von Galaxienhaufen. Ein Team von Astronomen vermutet, dass sich mindestens in den letzten Milliarden Jahren mehrere tausend kompakte, massereiche Sternhaufen durch die Abkühlung des umgebenden Gases gebildet haben. Das entspricht 5000 bis 3 Millionen Sonnenmassen. Die Zentren der Galaxienhaufen, die von den reichlich vorhandenen Sternhaufen in ihrer Umgebung gespeist werden, gewinnen also im Laufe der kosmischen Zeit an Leuchtkraft. Wenn du Perseus A betrachtest, kommst du nicht umhin, sein gewaltiges Netz rötlich leuchtender Filamente zu bewundern, die von einem auf mehrere Millionen Grad erhitzten Gas ausgehen. Diese langen Filamente, von denen jedes eine Gasmasse von etwa einer Million Sonnenmassen hat, reichen weit über die Galaxie hinaus. Als Quelle für Röntgenstrahlen sind sie nur 200 Lichtjahre dick, aber angetrieben von den Plasmablasen des aktiven Kerns der Galaxie können sie bis zu 200.000 Lichtjahre lang werden. Trotz einer hohen Temperatur von fast 55 Millionen Grad Celsius im umgebenden Gas bleiben diese langen Filamente kühler als das intergalaktische Medium, in dem sie stagnieren. Sie scheinen sich nicht aufzulösen oder zu kollabieren und Sterne zu bilden. Ihre dauerhafte Existenz ließe sich durch das Vorhandensein schwacher extragalaktischer Magnetfelder erklären, die gerade ausreichen würden, um die Filamentionen zusammenzuhalten und sie während ihrer auf 100 Millionen Jahre geschätzten Lebenszeit vor dem Kollaps durch Gravitationskräfte oder die Gewalt des umgebenden Haufens zu schützen. Außergewöhnliche und unerklärliche Phänomene treten im Kosmos häufig auf. Viele bleiben unbemerkt, aber eines machte 2019 Schlagzeilen. In einer Entfernung von rund 300 Millionen Lichtjahren von unserem Sonnensystem wurde ein unbekanntes Objekt von einem stellaren schwarzen Loch vernichtet. Soweit nichts Ungewöhnliches, könntest du sagen. Doch diese kosmische Verschmelzung erzeugte genug Energie, um die Raumzeit zu krümmen und Gravitationswellen mit hoher Geschwindigkeit durch den Kosmos zu schicken, die am kosmischen Rand unserer Erde abprallten. Drei hochempfindliche Detektoren haben diese Störungen am 14. August 2019 gemessen und dem Phänomen den Namen GW190814 gegeben. Es stellt sich heraus, dass zwei Objekte seit Millionen oder sogar Milliarden von Jahren umeinander kreisen und dabei eine immer enger werdende Spirale bilden, die unweigerlich zum Zusammenstoß führt. Eines dieser Objekte ist ein schwarzes Loch mit einer Masse von 23 Sonnenmassen. Es hatte keine Mühe, das zweite Objekt zu verschlingen, dessen kompakte Masse etwas mehr als 2,6 Sonnenmassen beträgt. Die Natur dieses zweiten, unbekannten Objekts bleibt ein Rätsel. War es ein Neutronenstern? Oder war es ein weiteres schwarzes Loch? In jedem Fall ist seine Masse erstaunlich und lässt die Wissenschaftler im Dunkeln tappen. Soweit wir wissen, gibt es keine Neutronensterne mit mehr als 2,1 Sonnenmassen, wobei die meisten etwa 1,4 Sonnenmassen haben. Dieser Stern muss also außergewöhnlich schwer gewesen sein. Außerdem lässt sich anhand der aktuellen Beobachtungen kaum feststellen, welches Phänomen verhindern könnte, dass ein solcher Stern nach einer so massiven Massenzunahme in sich selbst zusammenfällt, wenn es ihn gibt. Was ein mögliches zweites schwarzes Loch angeht, so haben die schwächsten bisher entdeckten Sterne eine Masse von etwa 5 Sonnenmassen. Es wäre also besonders leicht gewesen. Das Rätsel um die Natur des zweiten Objekts wird wahrscheinlich nie gelöst werden, obwohl die wissenschaftliche Gemeinschaft eher zu einer Verschmelzung zweier schwarzer Löcher ungleicher Masse tendiert. Dieses kosmische Ereignis hat jedoch noch nicht sein letztes Wort gesprochen.
Tatsächlich ist der Massenunterschied zwischen den beiden beteiligten Objekten faszinierend. Bisher waren bei beobachteten Kollisionen immer Paare mit fast gleicher Masse beteiligt. Dieses Verhältnis von 9:1 ist ein Novum in der Geschichte der Astronomie. Es ebnet nicht nur den Weg für nie zuvor durchgeführte Gravitationstests, sondern wirft auch neue Fragen darüber auf, wie sich Binärsysteme bilden. Im Kosmos wimmelt es von astronomischen Objekten, von denen eines außergewöhnlicher ist als das andere. Einige von ihnen haben wir gerade erst entdeckt, mit Eigenschaften, die manchmal alltäglich oder im Gegenteil außergewöhnlich und sogar beunruhigend sind. Wir sind durch die lokale Gruppe gereist und haben einige ihrer bemerkenswertesten Galaxien beobachtet. Du hattest auch die Gelegenheit, das hellste Nachleuchten der großen Magellanschen Wolke zu sehen. Bist auf Hochgeschwindigkeitswolken gestoßen, hast eine hypothetische Dunkelgalaxie getroffen, einen Pulsar und einen gigantischen schwarzen Lochstrahl beobachtet. Du hast gerade die wichtigsten extragalaktischen Objekte entdeckt, die von Wissenschaftlern untersucht werden. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Ich nehme dich jetzt mit in einen 5 Milliarden Lichtjahre entfernten Teil des Kosmos, wo wir einen Quasar erforschen werden, den du wahrscheinlich noch nie gesehen hast. Doch bevor wir dorthin kommen, wollen wir uns erst einmal mit dieser Art von Objekt beschäftigen. Zunächst einmal, was ist ein Quasar? Ein Quasar, oder eine Quelle quasi-stellarer astronomischer Strahlung, ist ein supermassereiches schwarzes Loch, das sich im Zentrum einer unglaublich leuchtenden Region befindet, die dem aktiven Kern einer Galaxie entspricht. Experten halten ihn für den leuchtkräftigsten Stern im gesamten Universum. Es handelt sich also um einen Himmelskörper, der von einem supermassiven schwarzen Loch angetrieben wird, das milliardenfach massiver ist als unsere Sonne. Aber nicht alle Galaxien mit schwarzen Löchern haben Quasare. Ein Quasar ist die kompakte Region, die das schwarze Loch in einer massereichen Galaxie umgibt. Wenn dieses Himmelsmaterial dem schwarzen Loch zu nahe kommt, entsteht eine Akkretionsscheibe mit enormen Gasmengen, deren Temperatur auf Millionen von Grad ansteigt, wodurch die uns bekannte intensive Strahlung entsteht. WissenschaftlerInnen glauben, dass Quasare vor 10 bis 9 Milliarden Jahren viel zahlreicher waren. Sie haben auch herausgefunden, dass sich die Variabilität dieser Objekte stark voneinander unterscheidet. So unterschiedlich ihre Lebenszeiten sind, so unterschiedlich ist auch die Aktivität, die sie in sehr kurzen Zeiträumen von wenigen Tagen oder sogar Stunden erzeugen. Letztendlich ist das Einzige, was Quasare gemeinsam haben, trotz ihrer geringen Größe, ihre Emissionskraft. Sie gelten als die aktivsten der aktiven galaktischen Kerne, AGNs, für Active Galaxy Nucleus. Damit ein schwarzes Loch als Quasar gelten kann, muss es mindestens einen Stern vom Typ Sonne pro Tag aufnehmen. Diese überbordende Aktivität scheint auf die Materiekonzentration um das schwarze Loch herum zurückzuführen zu sein, die es ihm ermöglicht, sich kontinuierlich über einen langen Zeitraum hinweg mit reichlich Nahrung zu versorgen. Das Gas, das durch die Schwerkraft des schwarzen Lochs stark beeinflusst wird, erfährt Beschleunigungen nahe der Lichtgeschwindigkeit und erzeugt intensive Magnetfelder, die von einer gigantischen Strahlung begleitet werden. Dieses Phänomen ist additiv. Je mehr Materie das schwarze Loch aufnimmt, desto mehr Masse kann es durch seine wachsende Schwerkraft anziehen, während sich die Akkretionsscheibe immer schneller dreht. Die Materie in der Akkretionsscheibe, die durch die Verschmelzung von Sternen und deren Auseinanderreißen bei der Absorption gespeist wird, wird durch diese beschleunigte Rotation stark aufgeheizt. Dies ist die Hauptquelle für die Strahlung, die wir beobachtet haben. Die Ausdehnung des Universums erklärt wahrscheinlich, warum es heute weniger Quasare gibt. Die weniger dichte Verteilung der Sterne bedeutet weniger Kollisionen und die Nahrung ist knapp. Es wird vermutet, dass viele Galaxien in der Vergangenheit Quasare waren, wobei die massereichsten Galaxien wahrscheinlich zwischen 10 Millionen und maximal 100 Millionen Jahren in dieser Phase waren. Was wäre, wenn ich dich einladen würde,
nicht der kataklysmischen Verschmelzung zweier kosmischer Objekte beizuwohnen, sondern der Geburt einer Galaxie. Die Wissenschaft hat sich schon immer gefragt, was zuerst da war, das Schwarze Loch oder die Galaxie. Aber wir haben vielleicht die Antwort gefunden, indem wir einen nackten Quasar, den Quasar HE 0450-2958, beobachtet haben. Dieser höchst ungewöhnliche Quasar, der mehr als 3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist, wurde 2005 von einem Team der Universität Lüttich in Belgien entdeckt und erregte die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler. Bei der Beobachtung dieses Quasi-Sterns oder QSO für Quasi-Stellar Object wurde eine zentrale Region entdeckt, die so hell leuchtet, dass sie die umgebende Galaxie scheinbar in den Schatten stellt. In der Annahme, dass die mögliche Galaxie dieses leuchtstarken Objekts durch große Mengen an Staub verdeckt sein könnte, wie es oft der Fall ist, durchleuchteten die Astrophysiker sie mit dem Visier, Spektrometer und Bildgeber im mittleren Infrarotbereich, der an der Europäischen Weltraumorganisation installiert ist. Außerdem kombinierten sie ihre Daten mit neuen Nahinfrarotbildern des Hubble-Weltraumteleskops. Entgegen allen Erwartungen wurde jedoch keine Staubwolke entdeckt. Und trotz umfangreicher Untersuchungen dieses leuchtenden Objekts wurde keine Wirtsgalaxie gefunden. Aufgrund der völligen Abwesenheit von Sternen in seiner Umgebung erhielt das Objekt den Spitznamen Nackter Quasar. Die Wissenschaftler entdeckten jedoch, dass eine Galaxie in der Nähe dieses Quasars nur 22.000 Lichtjahre entfernt eine wahre Kinderstube war und in rasantem Tempo Sterne produzierte. Diese Begleitgalaxie, die extrem reich an sehr jungen Sternen ist, befindet sich genau im Blickfeld eines der starken Jets des Quasars. Sie produziert fast 350 Sonnen pro Jahr, 100 Mal schneller als jede typische Galaxie in unserem lokalen Universum. Aber was aus ihren Beobachtungen folgt, ist genauso überraschend. Außerdem entdeckten die Wissenschaftler eine Materiebrücke, die den Quasar mit seiner Nachbargalaxie verbindet. Materie und Energie, die aus dem schwarzen Loch des Quasars fließen, fallen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung dieser Galaxie. Dieses Szenario legt nahe, dass der Quasar der Ursprung dieser außergewöhnlichen Sternentstehung ist. Die Begleitgalaxie ist zweifellos entstanden, nachdem eine gewöhnliche Gaswolke von dem hochenergetischen Teilchenstrahl getroffen wurde, der vom Quasar ausgeht. Aber woher kommt all diese Energie? Dieser beunruhigenden Frage gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach. Um die Kraft des Quasars zu erklären, stellen sie folgende Idee auf. Das schwarze Loch wird von reichlich vorhandenen intergalaktischen Gasfilamenten gespeist. Wie alle kosmischen Objekte bewegt sich auch dieser Quasar ständig durch den Kosmos. Mit einer Geschwindigkeit von mehreren 10.000 Kilometern pro Stunde wird er schließlich mit dieser jungen Galaxie verschmelzen. Unabhängig davon, ob er tatsächlich nackt ist oder nicht, wird er in einer mehr oder weniger fernen Zukunft unweigerlich von den Milliarden von Sternen umhüllt werden, die er derzeit erzeugt. Diese Beobachtungen stellen das bisherige Verständnis der Wissenschaftler über diese Art von System in Frage. Wenn wir dieses außergewöhnliche Phänomen als fehlendes Glied betrachten, können wir vielleicht besser verstehen, warum die Masse der schwarzen Löcher in Galaxien mit der größten Anzahl von Sternen größer ist. Künftige Beobachtungen werden sich mit Hilfe neuer Generationen von noch präziseren Instrumenten auf ähnliche, noch weiter entfernte Objekte konzentrieren. Vielleicht werden wir eines Tages in der Lage sein, den Zusammenhang zwischen der Entstehung supermassereicher schwarzer Löcher und der Entstehung von Galaxien in den Tiefen des Universums aufzudecken. Hier sind wir am Ende unserer unglaublichen Reise jenseits der Milchstraße. Während wir Milliarden von Lichtjahren zurückgelegt haben, hattest du die Gelegenheit, kosmische Wunder zu entdecken, die deine Vorstellungskraft übersteigen. Du warst Zeuge der Schönheit und Komplexität des Universums, aber auch der extremen kosmischen Ereignisse, die den Kosmos manchmal bis an die Grenzen unseres Sonnensystems erschüttern. Du hast sogar die Entstehung einer Galaxie hautnah miterlebt, was dich daran erinnert, wie magisch und unerklärlich alles erscheint.
Inspiriert von der Intensität und Erhabenheit dieser Phänomene, nimmst du genau Maß für unseren Platz im Universum und erkennst, wie überaus komplex und rätselhaft es bleibt. Selbst wenn es Astrophysikern gelingt, bestimmte Geheimnisse zu entschlüsseln, werden sie ständig mit neuen Fragen konfrontiert. Technologische Innovationen ermöglichen es uns zwar, kosmische Objekte aus immer größeren Entfernungen zu beobachten und bisher unerreichte Genauigkeiten zu erzielen. Aber sie halten auch noch viele Überraschungen für uns bereit. Werden uns die Werkzeuge für morgen eines Tages in die Lage versetzen, die gesamte Funktionsweise des Kosmos zu verstehen, von den Ursprüngen des Urknalls bis zur zukünftigen Entwicklung unseres Universums? Niemand kann diese existenziellen Fragen beantworten. Sicher ist, dass das Bedürfnis zu verstehen, der Einsatz bei der Eroberung des Weltraums und die begehrten Planetenerkundungen Themen sind, die die wissenschaftliche Gemeinschaft in ihren Bann ziehen und eine große Zahl von Enthusiasten begeistern. Aber was ist mit dir? Welcher Wunsch treibt dich am meisten an?